Wir haben die Ablenkstation aktiv. Müssen Sie helfen, um einen Angriff zu verhindern. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem super motivierten Video. Und zwar seht ihr schon im Titel: Kein Bock mehr auf YouTube. Nein, Spaß. Ich kann sowas einfach nicht. Ja, es soll ums Thema gehen, warum ich keinen Bock mehr auf YouTube habe, beziehungsweise keine Bock mehr darauf habe, YouTube-Videos zu machen. Es liegt einfach. Ich habe vorhin, das ist schon die zweite Aufnahme, weil ich vorhin irgendwie 5 Minuten über das scheiß Thema gelabert habe. Es liegt einfach daran, dass aktuell ich schulisch muss ich halt mache ich halt gerade schulisch, also Schule, ne? Ich denke, mehr muss ich nicht sagen. Was dann auch noch kommt, wäre dann noch die Zeit. Die Videos sind nicht besonders aufwendig, aber trotzdem zieht das schon eine Menge Zeit. Das sind immer so 3 Etappen. Aufnehmen, schneiden, Voiceover. Dauert mir dann doch dafür zu lange. Vor allem die Gameplays, weil ich teilweise auch weil meine Playstation gerade kaputt ist und ich deshalb teilweise nur Bot-Gameplay spielen kann. Aber darum geht's, das ist ja vollkommen egal. Jan kann auch gerade keine Videos machen, das heißt, ich bin der Einzige, der Videos macht, und das heißt, dass erstmal Videos auf dem Kanal eingestellt werden. Weil ich habe jetzt nur noch ein. Das ist das vorletzte Gameplay, das ich habe, und danach kommt noch eins, und danach ist. Ja, jetzt halt mal fressen, dieses Game. Und danach kommt noch eins, und dann ist wieder alles ruhig. Auf diesem Kanal, fürs Erste. Ja, im Prinzip war es das schon. Also, es kommen erstmal weniger Videos. Wenn ich mal wieder Lust habe, dann mache ich wieder so eine Aufnahmesession so. Oder wenn ich mal ein paar Stunden wieder Zeit habe, dann mache ich eine Aufnahmesession. Spiele mit meinen Freunden ein bisschen. Splitscreen mache ich dann auch. Also, ich nehme Splitscreen auf, ganz einfach. Weil ich und Kumpel spielen öfter Splitscreen zusammen. Grüße an Justin. Außerdem bekommt man, also es geht ja nicht um die Aufmerksamkeit, aber es gibt uns Feedback. Wir bekommen überhaupt kein Feedback. Wir haben einfach wenig Abonnenten. Das liegt, denke ich mal, daran. Wir bekommen halt wenig Likes. Wir bekommen keine Dislikes. Und wir bekommen keine Kommentare. Und das ist demotivierend. Aber teilt uns, wenn ihr wollt, wenn ihr unsere Videos gut findet. Liked uns auf, liked uns einfach immer, abonniert uns, bitte abonniert uns. Abonnieren ist das Wichtigste. Abonnieren und Videos gucken, das ist das Wichtigste. Ich mache dann in der Zeit erstmal nur das eine Gameplay noch, was ich noch habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Gameplay. Und dann nur noch, wenn ich mal in die Landsvideos in Videos dabei bin. Jetzt fängt ja einer an, Lauf zu blasen. Um 18.30 Uhr im Winter. Oh Mann, ey. Idioten gibt's. Ja, worüber ich auch noch reden wollte, um das Video noch ein bisschen runter zu machen, weil meine Stimme ist ja so angenehm. Nein, Spaß. Also. Fuck. Splitscreen. Warum spielt keiner mehr Splitscreen? Warum finden alle Splitscreen scheiße? Die Sicht ist ein bisschen aufgeteilt, aber hey, ist immer, du sitzt neben deinem Freund direkt und kannst einfach mit dem spielen zusammen und alles. Vor allem, wenn dein Kumpel das Spiel nicht hat, ist das übelst geil. Es macht einfach richtig Spaß, zusammen zu spielen. Ohne Multiplayer. Ich verstehe das nicht.
Es ist wahrscheinlich auch wieder so einer von diesen neuen Trends, die ich nicht verstehe. Ich sehe auch noch aus, als wäre ich aus den direkten 2000er Jahren gekommen. Also als hätte ich... Sieht doch besser aus als die ganzen Schuchteln heute. Ja, und jetzt gerade kurz noch Werbung für meinen geilen Instagram-Account, auf dem Spielefakten kommen und so weiter und so fort. Ja, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. History.
smile, I can almost see.